Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Create Prison Architect. Das lose Mitmachen-Let's Play und zwar für uns, für euch, für alle. Liebe Patienten, ihr entscheidet mit euren Ideen und euren Kommentaren, was wir bauen und wie wir das gestalten. Ihr habt direkt Einfluss darauf. Deswegen macht das so viel Spaß. Ich habe viel Spaß dabei und wir haben gute Unterhaltung. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir sind hier dabei, die Zellen zu neu zu gestalten und wollen dabei Platz schaffen für die Dusche. Genau, jetzt wissen wir nämlich auch, wie viel Platz wir gewinnen mit für die Dusche. Dann kann man nämlich hier auch die Dusche aufräumen. Das heißt, zwei Felder kennen ihr da drüben. Und dann gucken wir mal, wie weit wir das nutzen können. So. Während lassen wir die mal fertig bauen als solches, obwohl brauchen wir auch nicht. Wir werden nämlich dann hier groß Aufräumaktion machen. Und zwar hier die Zellen. Einmal raus. So. Das nächste, was wir auch machen müssen, und zwar hier Infrastruktur, die kann bleiben. Die reißen wir erstmal raus. Das gleiche müssen wir auch hier tun, weil das ist obsolet. Genauso wie das obsolet ist, weil es kacke. Weil so kommt man nicht an das Kackerhäuschen ran. So. Das nächste, was wir machen wollen, wir müssen die Wände jetzt hier rausreißen. Oh, die werden dann mal in die Verwahrzelle gepackt, als solches. Und was heißt es? Ja, gut. Die Betten werden wir noch brauchen, also ist kacke, die wegzuschmeißen. So, die Türen jetzt auch mal so weit geht, rausschmeißen. Alle rausschmeißen, weil wir die brauchen. So, und hier drüben wachsen die Zellen. So, der würde sich auch noch freuen, wenn er Wasseranschluss kriegt, weil dann ist das auch viel lustiger fürs Pipi machen. Dann kann man den Kack nicht mehr runterspüren und das läuft auch weg. Aber wir arbeiten dran. So, wir hatten hier, Alter, die sind da, gut. Und dann hatten wir irgendwo noch, ja, irgendwo hatten wir nochmal welche reingesetzt. Ah ja, da, die sind auch an der Power, wenn man das sieht. Oh, sieht ja ganz gut aus soweit. Hier fehlen nur noch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Wand, Bett und der Rest einer Gefängniszelle. Aber wir kommen voran. 184, weil wir haben ein paar aufgelöst. Dafür 184 nur noch. Achso. Der wird bestimmt die Lampe holen. Gut, dann soll er das mal abholen. Okay. Die bauen ja fleißig. So, der hat erkannt, dass die Wand weg muss. Cleveres Kerlchen. Hat bestimmt Abitur. So. So, dann kann man euch das auch rumbauen hier. Nicht die Sprinkler brauchen wir nicht. Weil wir auf alle Fälle brauchen, wir müssen die Duschgeschichte erweitern. Jetzt geht die lustige Suche raus. Ah, ich glaube, da war so ein schöner, lustiger Schwamm. Genau, hier mal Dusche. Vergrößern wir das ganze Thema Dusche hier mal. Und dann haben wir die lustigen Duschköpfe. Haben wir denn noch? Nee, Fernseher nicht. Ich suche die. Ah, hier haben wir sie doch. Oh. So, Duschen auch da. Dann können die erstmal anbauen. Hier können wir auch noch einen Duschkopf hinsetzen, einfach weil wir es gönnen. Aber vielleicht reiben wir den ja komplett weg. Also, so sieht besser aus. Macht mehr Sinn. Wobei, wie gesagt, Sinn kann man ja nicht machen. Der guckt auch noch ein bisschen traurig da rein hier. Mit schiefem Gesicht. Aber cool, Bart hat er. So, wieder in der Zelle fertig. Schön, dass ihr da hinten angefangen habt abzureißen. Schön, dass du nicht durch die Tür durchgehst. Manchmal kostet das echt Nerven. Die Wegfindungsstörung scheint ansteckend zu sein. Betrifft nicht nur uns im Far Cry 4. Das ist ein anderes schickes Let's Play, was hier auf dem Kanal läuft. Sondern die Jungs haben auch Probleme, die richtigen Wege zu finden. Okay, du willst auch hier rein. Dann gehst mal da rein. Oder wird weitergebaut. So, Zelle ist auch fertig. Haben wir hier irgendwelchen unnötigen Quatsch drinnen, außer die Kotze. Aber das ist sein Problem, weil die haben wir nicht da reingeworfen. Die hat er ganz alleine hingeworfen. So. Ja, das noch raus, das noch raus. Das wäre echt super.
hier mal die Tür öffnen für ihn, damit er die Tür abreißen kann. Schön wäre auch der ganze Quatsch herauszunehmen. Die sind auch mit Wände abreißen. Zum Beispiel die hier. Ja, so weit sind sie halt noch nicht. Okay. Erst sollten wir ein bisschen fertig mit Geduld haben, wann die fertig sind mit Bauen und Abreißen. Ja, der wird bestimmt die Tür machen. Aber die fangen ja schön akribisch an. Wäre schön, wenn sie erstmal abreißen und dann wegschaffen würden. Aber die sind halt ordentlich und schaffen gleich weg. So, da läuft, verschwindet jetzt auch die entscheidende Wand. Es fehlt nur noch die Stühle. Die wären auch schön, wenn die mal verschwinden würden. Haben wir die schon markiert? Oh, hört euch mal das hier an. Das ist ja immer ein gutes Grundschlafen. Das ist ja gar nicht so lustig auf Kopfhörer, wenn ja einer mit ins Ohr schnarcht. Dann denkst du sonst was. So. Ne, kopieren müssen wir das Ganze. Und zwar von der Art und Weise hier. Oh, einmal hier. So, einmal die Großkopiererei hier. Also würde es ja reichen, wenn man die Mauer einfach ein Stück versetzt. Okay. Notizbox-Seite gefunden. Direct Control Mechanismus. Crazy Idea. The player give direct the control over the prisoner markers. Na, schönes Handbuch lässt sich nur scheiße lesen. Aber wir haben wieder eine Notizblock-Seite gefunden. Was auch nicht so schlimm ist. So, ja. Jetzt sollten wir hier vielleicht auch mal die Logistik aufräumen hier. Und zwar, die hier. Weil so ist Kacke. Weil jetzt geht nämlich Rohr hier lang. Und dahin. Das gleiche mit dem Warmwasserrohr. Geht dann auch so lang. Beziehungsweise da einmal hin. Und da einmal hin. So. Schön, Wasser haben wir schon mal abgeklemmt, aber die gedrutzte Duschen, das ist ja auch mal genial, ohne Wasser. Finde ich einen super Zaubertrick. So, was brauchen wir denn? Als erstes müssen wir jetzt hier auflösen, dass das Dusche ist. Dann müssen wir hier das Duschequipment entfernen. Und dann müssen wir demnächst auch hier die Wand entfernen. So. Dann gehen wir auch hier nochmal in der Underground sozusagen rein. Wissen wir schon, dass das alles Quatsch ist, was wir hier gemacht haben. Und zwar kommt dann hier einmal hin. Da einmal hin. Und das hier kommt weg. Ja, im Prinzip können wir das auch so lassen. Ja, machen wir doch mal anders. Die rausnehmen. Dahin. Genauso wie den. Dahin. Oh, dann sollen die nochmal hier fertig bauen. So, warten wir ab, bis sie damit fertig gebaut sind. Hier haben sie auch noch genug zu tun. Dann denken wir, dann sollten wir auch langsam mal uns mit größeren Schritten den 200er Marke nähern. Ich hoffe mal, dass wir die Jungs das bald fertig kriegen. Weil das ist doch ganz relativ wichtig. Weil da gibt es nochmal Kohle. Ich weiß gar nicht mal, für Zellblock D 20.000. Programm für die Tischlerei sind wir schon bei 80%. Juhu, wir haben schon mal 80% Betten hergestellt. Betten hergestellt. Aber leider haben wir immer noch nicht genug. 10.000 gibt es dafür. So, beobachten wir das ganze Gewusel hier. Ja, der räumt hier mal den Wasseranschluss und Wasser auf. Was ja auch ganz nett ist. Oh. Haben sie ein bisschen zu tun. Hier haben sie auch ein bisschen zu tun. Die haben überall so ein bisschen zu tun, aber nichts wird fertig. Okay. Für die schönen Jungs, was ihr da macht. Dann könnt ihr da mal aufräumen. Alle klar. Alter, da war der falsche. Dann können wir den nämlich jetzt hier nehmen und reinstempeln.
So, was auch noch ansteht, wir haben ja jetzt hier überall die Wasserrohre erstmal abgerissen. Bis auf da. Da ist wieder mal Kacke gelaufen. So, das heißt, Klos kommen ja sowieso dahin. Dann können wir jetzt schon mal prophylaktisch die Kloleitung hier ziehen. Weil die werden wir am Ende sowieso brauchen. So, Wasser fließt jetzt erstmal schon mal. Ich finde nur das warme Wasser. Oh, ein bisschen gefangen. Brauchen wir die Tür machen. Oh, Tür abreißen, Tür einbauen. Sucht ihr aus, was der lieber ist. 86. Damit haben wir gestartet. 186 Zellen war das, glaube ich, am Anfang dieses Wochenende. Mal gucken, wie viel wir dann am Ende fertig haben, wenn wir dann den Umbau fertig haben. Hier haben wir auch noch einen dazu kriegen. Was fehlt denn eigentlich hier? Ja, machen wir mal hier zu. Und dann wäre das nämlich super. Wenn die Zähne wie fertig. Genauso wie hier. Der haben wir mal zu. Genau, zwei Zähne wäre da. 187 haben wir jetzt schon. Fehlt nur noch der Rest. So, Klo kommt. Das heißt, bitte mal hier auch Prio, weil dann haben wir schneller die Zellen fertig. Schön, dass der auch das Bett fertig gebaut hat. Weil auch ganz nice ist, so ein schönes Bett mal auch fertig zu haben. Wo rennt ihr hin, Jungs? Gut, ihr rennt irgendwo hin. Wenn ich mir den Scheiß hier angucke hier. Ja, da haben wir hier eigentlich das tolle Werkzeug, hier Objekte verkaufen, da können wir ja ganz schnell klick, klick, klick und klick machen, sind die Dinger verkauft. Aber was wir nicht haben, sind Betten. Okay, ah ja, kommen die Rohre, das ist super, Rohre sind super. Hoppala, einmal zu viel. Oh, da kommt der Salat angelaufen. Der rammt sich jeden Früh jetzt einmal die Tür ins Kreuz, aber naja, muss er mit klarkommen. Sind ja kein Luxushotel. So. Dementsprechend sind auch die Bewertungen auf Momondo. Da sind dann keine drei oder zwei Sterne. Wenn wir Glück haben, kriegen wir einen. Aber dafür bleiben die Gäste länger in unserem Hotel. Luxus wird eindeutig überbewertet. Mimo und ich selber, Autosave abschalten. Das vergesse ich immer wieder. So. Schön, dass der das macht. Der reißt das Rohr ab. Der setzt das Rohr jetzt hin. Ich habe es gesagt, hier Rohr zwar Prio, aber wir bauen erstmal die anderen Rohre, die keinen Schwein jucken. 189. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. 189 Zellen. So, da kommen noch ein paar Betten angewandert. Was ja von Hause auch mal super ist. 3000 Belohnung. Das sollte man vielleicht auch mal damit rangehen. Und zwar sagen, wo haben wir denn Personal? Hier wir sollten mindestens noch einen Scharfschützen mehr haben. Weil dann ist wenigstens einer am Ausruhen. Okay. Hier haben wir auch die Möglichkeit, noch einen Raum ranzusetzen oder Zellen. Genau, wäre mal eine lustige Aufgabe. Was machen wir mit der Freifläche? Setzen wir da einfach nochmal Zellen ran? Oder was auch immer. Schreibt mal nette Vorschläge rein, was wir mit dem Raum, mit dem Platz hier machen sollen. Vielleicht wäre es da die Idee, einfach eine weitere Werkstatt zu bauen für die blauen Gefangenen oder nicht. Eure Ideen werden dahin umgesetzt werden. Einfach mal reinschreiben, was ihr davon haltet und was ihr gerne da sehen würdet. So, da Zellen 191. Hier hat immer noch kein Wasser. Liegt es daran, dass wir das Wasser nicht gezogen haben? Ja. Daran ganz alleine. So. Was sagt die Zeit? 10 Minuten haben wir noch. Dann können wir gucken, ob wir hier nochmal ein paar Räumlichkeiten schaffen. Das Spiel kennen wir ja. Haben wir langsam ein bisschen Routine drin hier. So, das alles raus hier. Objekte abreißen. Wobei hier, der ist nicht Objekt. Brauchen wir gar nicht abreißen. Das vergesse ich auch immer, dass er vielleicht gar nicht nötig ist, mal alles abzureißen, sondern nur das Richtige abreißen. So, das gleiche gilt auch für den Underground hier.
Ja, die können wir auch abreißen. Brauche ich eigentlich keine hier. So, und was wir auch abreißen müssen wieder, sind schicke Wände. So, Wände rausreißen. Damit kennen wir uns aus. Oh, hier können wir schon mal die Wand wieder ziehen. Du bist raus, dann gehen wir raus. So, und können das auch gleich schon mal als wieder als Zelle deklarieren. So. Brauchen wir nur die Wand setzen? Dann ist das super. Haben sie die Wand gesetzt? Haben wir eine Zelle. So, da steht ja schon einer mit den Steinen. Komm mal rein in die gute Stube. Und fangen wir an, umzusetzen. Oh, ja, ja. Spannend ist auch, dass die Klos sich von der Wand fallen, wenn man im Hintergrund einfach die Wand abbaut. Oh, da unten noch ein Stück hier. Das wäre super. High Priority, bitte. So, reinsetzen. Weil das ist das Einzige, was mir fehlt, dann ist die Zelle nicht completed. Oh. Okay, da haben wir wieder mal einen Tunnel gefunden. Hat er Pech gehabt. Den Tunnel haben wir zuerst. Also, Profi-Tipp, ab und zu mal die Zellen umbauen. Ihr werdet gespannt sein, was ihr da alles findet. Zum Beispiel lustige Tunnel. Er weiß, er mit seinem Tunnel ja nicht gekommen. Interessant ist, ich weiß nicht, läuft da eigentlich ein Hundstreife? Einfach mal schauen, läuft in der Zelle hier, läuft ja eigentlich ein Hundstreife? Ja, da läuft ein Hundstreife. Warum hat der das nur nicht gerochen? Warum? Oh, sieht man, hier sieht man auch ganz gut, wo die Untergrundgeschichten sind. Haben wir also keine. Oh, Tür reingesetzt. So, Wasser müssen wir dann auch hier wieder neu ziehen. Für die neuen Klos. Und dann haben wir wieder ein paar Zellen mehr. Sogar zwei Zellen mehr haben wir vertan. Das sind ja, ne, waren drei Zellen, eine Zelle mehr macht jetzt 192. Ein 193. Und er hat immer noch kein Wasser hier. Gehen wir mal das Röhrchen Prio, damit er endlich mal wieder auf Klo gehen kann. Weil wenn du Magenverstopfung hast, dann wird das ungeduldig. Und das wollen wir ja auch wieder nicht, weil wer ungeduldig ist, macht Stress. Oh. Oh, Stapel Bleichmittel. Okay. Ah ja, das ist auch so umgesetzt wie gedacht. Dann können wir nämlich hier auch die Mauer mal dementsprechend anpassen hier. Einmal hier die Mauer reinsetzen. Ja. Hier werden wir dann die normalen Mauern setzen. Oh. Dann können die mal loslegen. Dann weiten wir das Ganze schon mal auf Thema Küche. Kantine haben wir hier, Küche haben wir dort. Das wird dann alles Küche. Papa, haben jetzt die Möglichkeit, hier nochmal einen Fräser reinzusetzen. Haben wir noch einen Fräser rumzustehen? Einen Herd haben wir rumzustehen. Kühlschrank nicht. Den nehmen wir den hier, den reißen wir mal ab. Dann setzen wir an der Stelle nochmal einen, genau das setzen wir da hin. Tja, wird immer schlimmer mit der Wortfindungsstörung hier. Dann werden wir das hier vielleicht auch nochmal gerade rücken. Dann sieht das auch hübscher aus. Nicht so tschicki-tschacki. Das wollen wir ja nicht. So. Zellen. Wollen wir mal gucken, wie weit sind sie jetzt hier mit den Zellen? Ja, soweit ganz super. Schön, wenn sie da mal die Zelle zumachen würden. Okay. Bücherregal wegschaffen. Okay, da ist das auch zu. Das bauen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal um hier. So, da gucken wir mal schön Fußboden. Hier, auch hier. Kriegt die Küche den passenden Fußboden. Genau, reißt den mal ab. Weil den wollen wir ja irgendwo anders hinsetzen. Aber bis ihr den abgerissen habt, dann setzt man nämlich dann da den Herd hin. Und den Fräser, der kommt nämlich ganz woanders hin. So, einmal hier, Punkt dahin. So, und der Kühlschrank. Einmal da. Oh, vielleicht können wir den zweiten Kühlschrank auch noch hier hinsetzen. Was soll, sind wir mal nicht so geizig. Wichtig ist, dass der vierte Ofen dann da ist. Hier drüben kommt dann die Tür rein. Da werden wir dann die Kantine für die Schutzbefohlenen befüttern. Ich weiß gar nicht, brauchen die welche. Wenn ihr schon Erfahrung habt mit diesen mit dem Sicherheitstrakt hier, das ist ja, warte mal, das ist ja der hier, der in Gelb hier, Schutztrakt. Wenn ihr damit schon Erfahrung habt,
Teilt das mit uns, schreibt das unten rein in die Kommentare, würde mich persönlich sehr freuen. Was ihr da schon so an Erfahrung gemacht habt, nee, da will ich keinen Rahmen haben. So. Da können wir auch schon mal auf gelb setzen hier, weil das wird ja am Ende dann gelb werden. So, wir abreißen brauchen wir das noch nicht. Wir gucken mal, dass das immer fertig wird da drüben. Hier sind sie. Oh, 191 Zellen. Das wird ja langsam. Da kommt jetzt auch das Bett quer durch die Wand geschoben. So, wenn wir das hier angucke, sollen wir vielleicht auch noch mal unser Konzept hier mit den Lampen überdenken. So, Lampen auch rausschmeißen. Lampen rausschmeißen, nicht die Klos. Immer diese Unfähigkeit. Hier, Lampen raus. Abreißen. Oh, abreißen. Eine Lampe reicht. Wollt ihr nicht übertreiben mit Komfort und Licht. Also eine reicht. So. Schön, wenn hier auch einer mal die Wand setzen würde. Weil dann wäre die Zellen fertig. Okay. Der Ofen ist fertig. Da stehen schon mal passend die Pappkartons drauf. Weil genau so macht man das heutzutage. Okay. Ah ja, was soll's, immer nicht mal nicht so geizig. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dann können wir auch schon mal hier anfangen, die Wand wegzureißen. Und schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt. Mach mal die, passt man das alles mal ein bisschen optisch an. Dann sieht das gut aus. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Küchenpersonal rein. Das wäre auch mal eine interessante Frage. Logistik. Ja, ein mehr rein. Super, einen mehr rein. Einer, der weniger Dummheiten macht. Und was Nützliches für die Gesellschaft tut. Zum Beispiel Essen kochen. So, wie schaut es denn hier eigentlich aus? Der Lebensmittelladen läuft ja so semi-optimal. Kann das sein, dass da keiner am Knopf ist? Kann das sein, dass das nicht angeschlossen ist? Was ist das Problem mit der Tür? Der Tür. Die ist halt angeschlossen. Oh. Ja, kommen wir langsam in eine Bredouille, dass die Türkontrolle nicht sauber funktioniert. Warum bedient dich keiner? Na okay, wenn man ja mal für die Tür mal ein bisschen redundant schaffen. Das war von da. Daran. Weil es wäre ein bisschen tragisch, wenn die nicht vorankommen. Ja, scheinen die trotzdem nicht auf die Reihe zu kriegen. Das ist Kacke. Um das mal zivilisiert auszudrücken. So. Warum baut ihr die Mauer da nicht? Weil keine Mauer da eingezeichnet ist. Deswegen bauen wir da keine Mauer. Okay, so. Jesus Maria. Okay. Haben wir noch solche Serviertische auf Lager? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir müssen die erstmal abreißen. Oh. Wenn wir die abgerissen haben, können wir dann die Tische auch. Haben wir Tische? Tische haben wir noch ein paar über. Bänke haben wir noch über. Das ist gut, aber wir müssen trotzdem abreißen. Oh. Das heißt, am Ende reißen wir trotzdem alle ab. Dann rückt man das den ganzen außen, dann sieht die Wand schön gerade aus. Das ist mir auch schön, schöne gerade Wand. Einsatzgebiet, ja, das passt soweit. Und dann sollte man auch die Kantine mal ausdehnen. Kantine ist jetzt hier. So. Zwei Felder mehr. Mal gucken, was draus wird. Wow, 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 wow. Einfach mal so ein Kühlschrank. Ganz einfach locker getragen. Da fällt dir die Augen raus. Kühlschrank wird montiert, das ist auch super. Essen kocht jetzt auch mehr. Die Jungs kommen essen. Und wir reißen die Tische ab. Passt ja. Okay. Alle klar. Warum sind hier immer noch ein paar Rote am Essen? Hier zum Beispiel er hier. Pillen gefunden. Okay, die gehen schon brav zu essen. Ja. Wir warten jetzt nur auf die Bautrupps, dass sie das abreißen können oder das Ganze ein bisschen verrücken können. So verrückt, wie das klingt.
Werden wir das verrucken? Abrisstechnisch ist es, ah ja, der ist ja hier schon dabei beim Abreißen. Bam, bam, bam. Unser lustiges Kopierwerkzeug hier. Einmal Tische nehmen, kopieren. Und zwar werden wir die dann endlich richtig in die Flucht stellen können. Oh. Da können wir auch gleich mal schön die Tische ranmachen, die wir ja sowieso hier rumstehen haben. Und den hier auch super. So. Da nächstes Mal hinstellen können, ist hier einmal der Servierwagen. Oh, den können wir dann jetzt auch endlich da hinstellen. Wenn wir schon Platz haben, können wir nochmal gleich so eine schicke Mülltonne da hinstellen. Die wir vielleicht auch noch hier abreißen sollten. Dann können wir das nämlich auch mal abreißen hier. Und dann ist das angeglichen. So, damit können wir beim nächsten Mal dann anfangen mit dem Schutztrakt. 193 Zellenhammer, 7 Zellenhammer, da wissen wir, was wir vorhaben. Den Schutztrakt werden wir hier an die Seite ranklatschen. Hier die Kantine wird dann einen kleinen, die Küche wird eine kleine Kantine dann besorgen, vielleicht mit zwei Tischen als solches. Und dann gucken wir, dass wir da auch ein bisschen was hinkriegen. Das heißt, beim nächsten Mal wieder Mauer abreißen. Leider, leider, leider ist das große Kacke, weil die ist immer so teuer zu bauen. Aber es geht halt nicht anders. Wenn ihr bessere Ideen habt oder was ganz anders haben wollt, dann unten reinschreiben in die Kommentare. Ich lese alles, ich beantworte alles und am Ende baue ich auch alles. Sonst bleibt mir noch eins zu sagen, wenn ihr das erste Mal da seid, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ich bin MacGurago und sag Servus und Ade.